Wir wollen uns heute aber mal wieder das neue Video vom guten Torben Platzer anschauen. Das habe ich 2022 verdient und anscheinend wird er in diesem Video hier all seine Einnahmen offenlegen. Also sowohl die YouTube-Einnahmen als auch Affiliate-Einnahmen, Kooperationseinnahmen, vielleicht auch noch Einnahmen irgendwie von TikTok, von Twitch oder was auch immer. Und das ist vor allem auch für mich natürlich ziemlich interessant und ein ähnliches Video habe ich auf jeden Fall auch geplant. Ich glaube, das kommt dann an Weihnachten für euch auf dem Hauptkanal und da werde ich auch über meine TikTok-Einnahmen, über meine YouTube-Einnahmen und auch über meine Affiliate-Einnahmen sprechen, denn wie ihr wisst, ich versuche immer so transparent wie möglich zu sein und alle Einnahmen, über die ich sprechen darf, die teile ich auch gerne mit euch, denn immerhin seid ihr auch zu einem wirklich großen Teil dafür verantwortlich, dass ich dieses Geld überhaupt verdient habe. Aber wir schauen jetzt direkt mal ein und finden heraus, was der gute Torben verdient hat, mit selbstverständlich deutlich mehr Abonnenten, als ich sie Wenn habe. Wenn du insgesamt Ausgaben gehabt von 85.000 Euro. Geil, die Ausgaben sind auch mit drin. Umsatz, ich will gar nicht lange drum herum reden. Unser Wake-up-Konto steht also momentan bei... Das klang doch auf jeden Fall schon mal nach irgendwas mit 100.000. Aber sowas von das H oder das Hu habe ich da doch rausgehört. Euro. Jede Woche ein Video gepostet. Über 15 Millionen Aufrufe, 108.000 neue Abonnenten. Und heute gibt es, wie gewünscht, alle Einnahmen. Sowohl von YouTube direkt, als auch über Placements, Affiliate-Links und den Experimenten an sich. Euch viel Spaß, für mich der Doppel... Sehr geil, dann sind vielleicht sogar noch ein paar Einnahmen von den Krypto-Mining-Projekten und so weiter mit dabei. Und da interessiert uns das natürlich ganz besonders, denn einen Teil davon betreiben wir ja immerhin auch selbst. Der Espresso und ab. Als wir Ende letzten Jahres mit den Internet-Experimenten gestartet sind, konnten wir uns nicht vorstellen, dass es echt so ein Anklang ist. Übrigens auch die beste Entscheidung, die er getroffen hat. Vorher habe ich auch schon mal eins Videos von ihm geschaut, aber mittlerweile echt riesen Fan, deswegen auch das einzige Format, auf das wir regelmäßig reacten. Und es gibt hier Business-Coachings, Dropshipping, viele Krypto-Projekte. Hier wurden auch schon Move-to-Earn-Projekte getestet, Mining-Sachen. Also einfach sehr, sehr nice und sehr, sehr passend auch zu dem, was ich mache. Ich will ehrlich zu euch sein, als wir jetzt so ein bisschen die Statistik ausgewertet haben, ist mir schon bei den Zahlen ein bisschen anders geworden. Ich meine, ich mache mittlerweile Social Media echt schon ein bisschen länger. Ich glaube schon 10 Jahre oder noch länger. Und wer meine Biografie gelesen hat, der weiß, dass das Internet damals so eine Flucht für mich war. Ich habe auch viele Erfahrungen gehabt mit Mobbing und Außenseiter sein und so weiter. Lange Zeit auch computersüchtig gewesen, wirklich nach verschiedenen Spielen wie World of Warcraft. Aber trotzdem bin ich im Kern ein sehr introvertierter Typ. Wer mich mal getroffen hat, der weiß das. Und ich habe, wenn so eine Cam an ist, einfach so einen anderen Modus für mich entwickelt. Trotzdem ist es so, wenn man sieht, dass du ein Video postest und innerhalb von einem Monat oder anderthalb Monaten haben irgendwie 500.000 Menschen das durchschnittlich 8 Minuten geguckt, dann macht das was. Krasse Quote. Und ich habe dadurch auch nochmal echt ein Bewusstsein aufgebaut, was es bedeutet, viel Feedback zu bekommen. Ich glaube, es war Rezo, der mal gesagt hat, wir Menschen sind eigentlich gar nicht dafür gemacht, ne? Sei es jetzt Kritik oder auch Anerkennung. Und du musst dir vorstellen, du kriegst dann nicht irgendwie eine DM und dann schreibt jemand ein cooles Video oder ey, ich mag dich nicht, sondern es sind teilweise echt Hunderte von Leute, die dir teilweise, ich muss es auch so hart mal sagen, echt auch drohen. Ich werde auch in der nächsten Safe, jedes Mal, dann kommen die ein, ey geil, ich will das auch mal machen, dann kommt der nächste, sag einfach nur geiles Video, ich fühle deinen Content, Follow ist da, dann kommt aber der nächste, sofort entfolgt, Drecksvideo, dann kommt der nächste, was machst du so einen Scheiß, du belügst dir die Leute und ziehst die ab, war ein Video, wo ich nicht mal einen Affiliate-Link oder sowas gepostet habe und du fragst dich dann so, was geht ab, also da muss man sich echt mit abfinden und das völlig wegignorieren, den coolen Leuten antworten und auf den Rest einfach wortwörtlich Trotzdem haben natürlich bei uns echt die positiven Momente überwogen. Ja, beispielsweise haben wir mehrere Beiträge zusammen mit Galileo machen können. Ein Magazin, was ich vorher selber immer verfolgt habe. Wir haben momentan eine TV-Produktion, die nächstes Jahr startet, wo ich mich unglaublich darauf freue, euch das einfach auch alles erzählen zu können. Oder damit ihr es im Endeffekt seht, was wir jetzt teilweise schon vordrehen. Und so weiter und so weiter. Das Wichtigste jedoch für uns ist wirklich euer Feedback. Ne? Die ganzen Kommentare und die DMs, wo ihr sagt, ey, ihr habt Betrugsmaschen aufgedeckt, ihr habt mich oder auch andere vor etwas gewarnt. Und genau das ist, was Wake Up ausmacht und der Grund, warum wir überhaupt diesen Kanal und diese Videos gestartet haben. Okay, jetzt aber genug des Vorworts zu den Zahlen.
Wir haben insgesamt Ausgaben gehabt von 85.000 Euro für unsere Experimente. Da fallen vor allem ins Gewicht beispielsweise mal so ein War Room von Andrew Tate, wo wir direkt rausgeworfen worden sind, nachdem wir das Video veröffentlicht haben. Oder diverse Fiverr-Projekte. Ne? Alleine unser App-Game, was wir reingepackt hatten, hat 4,8 gekostet. Gadgets, ne? Hacker-Dienstleistungen im Darknet, klar, da haben wir nicht wirklich Profit mitmachen können. Und auch die Krypto-Projekte, bei denen wir zum Teil die Coins eben nicht getradet haben, weil wir Folgevideos machen wollten und vor allem natürlich jetzt, weil auch die Kurse einfach komplett im Eimer sind. Wir haben für uns selber da auch so eine Excel-Tabelle, blenden euch die mal ein, aber nur mal so die größten Positionen. Bei Helium zum Beispiel haben wir 1.500 rausgeholt, 3.000 reingesteckt. Bei Steppen haben wir 5.000 rausgeholt. Wir laufen auch noch fleißig, aber wir haben insgesamt 16.000 Euro reingesteckt. Mein MatchX zum Beispiel, der läuft zwar auch noch, aber wir haben die 260 einfach nur ausgezahlt, damit wir euch im Video zeigen können, dass die Auszahlung funktioniert. Wirklich Plus gemacht haben wir aber vor allem bei diesen drei Projekten. Jetzt bin ich aber mal gespannt, weil das bisher sah alles wirklich noch nicht so gut aus und ich bin an der Stelle auch echt froh, dass ich Steppen damals nicht getestet habe, obwohl so viele meinten, ich soll das unbedingt mal machen, weil ich da halt schon sehr skeptisch bei sowas war. Idee immer noch Bombe von solchen Move-to-Earn-Projekten, aber die Langlebigkeit, dadurch, dass immer so unlogisch hoher Hype entsteht, schwieriges Thema. Ich einmal bei Soraya insgesamt 4.000 Euro, super Zeitpunkt gehabt, um auszusteigen und echt auch noch unsere Karten zu verkaufen. Bei Naga 4.200 Euro Profit, hier auch nochmal unser Selbstexperiment angucken. Das klingt jetzt besser als es ist, es gibt viele Tücken und so weiter. Und bei Timeless insgesamt 2.300 Euro gemacht. Damit kommen wir insgesamt auf Einnahmen von 66.500 Euro, was in der Summe bedeutet, dass wir nur mit den Experimenten rein raus 18.800 minus gemacht. Hart. Und deshalb sind Placements für so einen Kanal eben auch super wichtig. Unsere Philosophie... Sag das bitte nicht so laut. Ich habe keine Placements. Wir wollen es nicht in jedem Video, wir wollen auch nicht immer andere Partner und sind deshalb echt stolz, dass wir mittlerweile mit Timeless beispielsweise, die auch dieses Video sponsern, über 6 Monate zusammenarbeiten. Neben Timeless hatten wir noch Soraya, die haben damals zum Beispiel die Karten uns gegeben, die wir an euch rausgeben durften, und Dell, das heißt, wir haben unsere Laptops, alle von denen. Ich habe mittlerweile auch meinen Desktop-PC, den ich selber bezahlt habe, von Alienware, ist ja auch wieder Tochterunternehmen von Dell und so weiter. Benutzen die also und können wirklich sagen, das sind tolle Laptops, wir nehmen die mit auf Reisen und so weiter, sind einfach stolz, sagen zu können, ey, 3 Sponsoren in dem kompletten Jahr und damit plus Affiliate Links plus Merch, wo man sagen muss, sind wir dick im Minus, können wir auch noch mal ein Video zu machen, wenn es euch interessiert, haben wir insgesamt 103.000 Euro mit eingenommen. So, ich würde sagen, wir gehen rüber zum Streaming Setup und dann zeige ich euch die kompletten YouTube Einnahmen. Ich bin sehr, sehr, sehr auf den CPM vor allem gespannt. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, der Kanal wird momentan nur von 2 Leuten betrieben. Einmal Chris hinter der Kamera, bei so Experimenten, die technisch sind, ist er auch mit drin und vor allen Dingen bei so Rechnungen wie heute. Und es gibt dann eben mich, der irgendwie... Ist aber auch besser so. Also selbst wenn er jetzt nochmal auf 100.000 Euro kommt, sind das 200.000. Irgendwie nach Steuern hast du davon dann vielleicht noch 120.000. Und wenn du davon dann noch 2 Leute bezahlst und vielleicht noch ein bisschen Equipment und schieß mich tot, ist das halt auch gar nicht so viel. Also ist schon nett, will ich überhaupt nichts anderes behaupten, aber da bist du jetzt auch nicht mal irgendwie in 3 Jahren Millionär mit oder so. Wie so meistens die Videoideen hat, die Skripte macht und ja, mit euch hier einfach labert. Ansonsten ist das Ganze Status-Hobby gewesen. Ich selber habe hauptberuflich eine Medienagentur. Das heißt, wir machen für Marken einfach Auftritte im Internet, Social Media, Markenaufbau, Logo-Design. Das heißt, es ist nicht so weit weg von dem, was ich mache. Aber ursprünglich habe ich mal gestartet, um einfach diesen Proof zu haben für größere Firmen, dass ich weiß, wie Algorithmen funktionieren und mich so ein bisschen reindenken kann in Social-Media-Strategien. Wir haben allerdings vor, weil es wirklich so gut gelaufen ist, jetzt 2023 eine eigene Wake-Up GmbH zu gründen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir euch da mitnehmen sollen, vielleicht auch wirklich eigene Produkte zu entwickeln. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, was da kommen wird. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal rein. Also ich habe jetzt YouTube oben einfach mal auf 2022. Ne? Stichtag ist der 16.12. Wir haben insgesamt 15,6 Millionen Aufrufe. Das sind über 300% mehr als letztes Jahr. Wiedergabestunden 1,1 Millionen, 108.000 Abonnenten gemacht und einen Umsatz, ich will gar nicht lange drumherum reden, von 72.802. Siehst du, noch nicht mal die 100.000 verdoppelt und das ist trotzdem sehr angenehm, sei ihm auch gegönnt, aber
auch nicht so unfassbar viel, wie es auf den ersten Blick vielleicht erscheinen mag. Wenngleich es natürlich trotzdem schon ziemlich krass ist und ich hoffe, er zeigt auch nochmal den CPM. Die erfolgreichsten Videos sind einmal hier das Short über den Kaugummiautomaten. Das ist auch wirklich krank. Also es hat 2,6 Millionen Aufrufe, 95% Wiedergabezeit. Dann Spambot, ebenfalls ein Short, manipulierte Sportwetten, Dropshipping. Und wenn man da jetzt mal reinschaut, bei den Shorts soll sich ja ab Februar was ändern. Jetzt gerade auf 2,7 Millionen hier sogar ist der Umsatz bei 10 Euro. Bei dem Video von manipulierte Sportwetten haben wir einen Umsatz von 4.200. Man muss aber auch dazu sagen, dass der RPM hier bei 7,5 ist. Und was? Ein CPM von 12,30 Euro, der hätte ich deutlich mehr erwartet. Also meiner ist zwar aktuell niedriger, weil der anscheinend im Dezember schlechter wird, aber normalerweise deutlich höher und ich hätte echt gedacht, dass er mindestens denselben hat wie ich, wenn nicht mehr. Und jetzt kommt's, Leute, das Nummer 1 Video ist tatsächlich Dropshipping, nämlich mit einem Umsatz von 5.600. Das liegt Ja, Dropshipping, insane CPM. Also da wird er jetzt bestimmt auf 25, 30 Euro oder so kommen. Daran, dass hier der RPM bei 14 kommt. 27 Euro. Also RPM ist das, was man ausgezahlt bekommt wirklich. Und CPM ist das, womit man zwar meistens rechnet, was man aber nicht direkt ausgezahlt bekommt. Da nimmt YouTube dann noch seinen Teil, seine 45% und dann bleibt halt das hier übrig. Aber trotzdem krass. In Amerika wäre es wahrscheinlich sogar noch mal mehr. Irgendwie 33 Dollar oder so. Aber das ist wild, ist bei Dropshipping aber auch absolut der Fall. Und deswegen gibt es auch so viele Dropship-YouTuber. Und deswegen verdienen die sich auch dumm und dämlich. Du kannst Kurse machen, du kannst Videos machen, die auch schon extrem gut bezahlt sind. Und dann noch Kurse, Reflinks zu anderen Kursen und so weiter. Es ist wirklich crazy in dem Bereich. 0,24 liegt. Das heißt, viele Dropship-Coaches und so weiter wollen natürlich gerne vor diesem Video sein. Die wollen auch gerne in meinen Insta-DMs sein. Und ich kann an dieser Stelle spoilern. Ihr habt euch das gewünscht. Es wird eine Reihe geben. Nächstes Jahr, wir werden mit Dropshipping weitermachen. Aber wir haben uns da was ganz Spezielles überlegt. Würde ich übrigens auch gerne mal machen und nicht nur wegen dem CPM, wenngleich der natürlich auch schmecken würde. Aber das ist echt richtig aufwendig und bei ihm geht es noch, er hat schon eine deutlich größere und deutlich besser strukturierte Firma, wahrscheinlich auch schon eine richtige GmbH natürlich, wenn er jetzt hier als Einzelunternehmer steht, der eine Ein-Mann-Armee ist und auch deutlich weniger Budget hat, ist das echt ein tierischer Aufwand, vor allem wenn man das mehr oder weniger nur für ein Video macht und das nicht irgendwie das neue Main-Business werden soll, was man nur ein bisschen mit YouTube begleitet. Unser Wake-up-Konto steht also momentan bei 157.000 Euro. Natürlich muss man jetzt bedenken, das Ganze muss versteuert werden. Wir haben zumindest das eine Gehalt von Chris, was bezahlt wird. Ich selber zahle mir gar nichts aus. Wir haben Nebenkosten, okay. Wir haben Giveaways, die wir natürlich gerne an euch raushauen. Wir haben viele Spenden können und teilweise auch schon finanziert in neue Projekte. Nächste Woche stellen wir euch eins davon vor und wir klären auch gerade noch, ob wir ein Video machen können, was heißt, diese Experimente durften wir nicht veröffentlichen. Hättet ihr da Interesse dran, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich finde es gut, dass auch über Weihnachten Videos kommen, denn dann haben wir auch noch weitere Videos, die wir uns über Weihnachten anschauen können. Also, ich muss sagen, spannendes Video. Mich hätten auf jeden Fall auch noch mal irgendwie die Einnahmen von den anderen Kanälen, zum Beispiel von seinem Podcast oder von seinem Reaction-Kanal und so weiter oder vielleicht auch von Twitch interessiert, aber trotzdem schon mal coole Einblicke und ich finde es auch sehr nice und auch irgendwo wichtig, dass immer mehr YouTuber so transparent damit umgehen. So, weil natürlich, ich selbst mache es auch, aber ich bin jetzt auch nicht aus dem Nichts auf diese Idee gekommen. Ich habe das ja auch vorher schon irgendwo gesehen und fand die Idee geil. Und ich glaube, vor 10, vor 5 Jahren oder so war das überhaupt nicht gang und gäbe. Und die Entwicklung finde ich ziemlich stark. Ihr könnt mir aber auch gerne mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare schreiben. Haltet ihr die Einnahmen eigentlich für gerechtfertigt? Hättet ihr mehr? Hättet ihr weniger erwartet? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Das war's dann nun aber auch schon wieder für heute. Falls dir das Video gefallen hat, dann lasst lieben gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten folgt mir auch gerne auf Twitch, um beim nächsten Stream direkt live mit dabei zu sein. Und falls du Bock auf noch mehr Videos haben solltest, dann check unbedingt mal meinen Hauptkanal aus. Dort lade ich nämlich jede Woche Videos zu Themen wie passivem Einkommen, Online-Geld verdienen oder auch Kryptowährungen hoch. Links zu beiden Kanälen findest du selbstverständlich unten in der Videobeschreibung.